Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe Eingelegt und Angezockt. Paper Mario The Origami King, ich bin der Thiago, wir sind immer noch im Haus der Heimtücke auf der Suche nach allerlei versteckten Ninjas. So, nimm das. Und mal schauen, wie wir uns hier weiter schlagen. Easy peasy. Dann hoppeln wir jetzt mal noch ein bisschen. Wir haben viele Gegner vor uns, ne? Und jetzt mal hier ein bisschen auf den Putz hauen. Jawohl. So passt's. Items. Ach, warum eigentlich nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Ah, sogar instinktiv das richtige Timing erwischt. Sehr gut. Ausrüstungsmenü. Kann man die irgendwie umordnen? Nö, ne? Aber so könnte es gehen, so. Ach, ich glaube, ich nehme nochmal so eine Feuerblume. Boom, Chakalaka. So, ich gehe mal davon aus, dass hier nicht mehr allzu viele rumturnen. Zumindest sehe ich jetzt hier keine Tatami-Matte, die so klein ist wie die anderen. Deswegen geht's mal hier weiter. Können wir hier noch ein bisschen klöppeln. Hier schwimmen doch auf Garantie wieder welche versteckt rum, oder? Nicht? Obwohl ich sehe auch keine Röhrchen hier rausgucken. Okay. Ging es hier vorne überhaupt weiter? Ja. Okay, dann checke ich natürlich erstmal den Raum hier ab. Aha. Nichts zu sagen? Doch. Wir schulden dir wohl eine kleine Tour. Hoffentlich magst du Zahnräder und beige Wände. Tada! Das hier ist der Technikraum für das Haus der Heimtücke. Alle Fallen und Tricks werden hier von den Maschinen unter uns betrieben. Nicht schlecht, oder? Ui. Oh, kann mich nicht bewegen. Hilfe, bitte, hört mich doch irgendwer. Wenn möglich, Mario, rettet mich. Ist er ja, da ist Luigi. Ich hatte gehofft, dass er den Schlüssel gefunden hat, aber stattdessen ist er unter die Räder gekommen. Wir sollten ihn wohl irgendwie retten. Irgendwie, aber wie genau?
Das hier sieht doch vielversprechend aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie schmerzhaft ist, aber anscheinend nicht. Hurra. Blöb. Nicht gerettet. Hilfe! Ah, den kriegen wir doch glatt gehämmert. Du hast mich gerettet. Danke, Bruderherz. Und genau zur rechten Zeit. Ich habe hier eine Überraschung für dich. Den Pilzpalastschlüssel. Ich habe ihn endlich gefunden. Nice. Du glaubst nicht, was mir in diesem verrückten Vergnügungspark alles passiert ist. Ich wollte umkehren, um dich zu finden, aber dann hätte dieser grässliche Kettenhund mir fast die Mütze vom Kopf gefressen. Also bin ich in dieses Haus gelaufen, um mich zu verstecken, aber ich konnte den Ausgang nicht finden und dann... Wam! Ninja! Irgendwie bin ich dann hier unten gelandet und plötzlich war ich der Sand im Getriebe, also das Gesicht im Getriebe. Tja, das war ein harter Tag für mich und mein Gesicht, aber das war es wert, wenn ich dir endlich den Schlüssel geben kann. Ach du liebe Zeit, wie sagen wir es ihm? Danke für den Einsatz, Luigi. Wir haben diesen Schlüssel total gebraucht und wir wissen auch total zu schätzen, aber das ist nicht der Pilzpalastschlüssel, das ist der Generalschlüssel für diesen Park. Was? Aber der hat so an der Wand gehangen, als wäre er wirklich wichtig. Er sah so sehr nach dem richtigen Schlüssel aus. Na gut, davon lasse ich mich nicht ermutigen. Ich werde den echten Pilzpalastschlüssel finden. Bis später, Bruder, jetzt. Bis später, Olivia. Ui, das hat er ja gut weggesteckt. Dein Bruder ist echt lieb. Jetzt bin ich etwas neidisch. Wir halten ihn besser nicht auf, weil wir den Pilzpalastschlüssel ja wirklich brauchen, wenn wir alle Luftschlangen gelöst haben. Da kann Luigi dann ruhig weitersuchen, oder? Er gerät sicher nicht in Schwierigkeiten. Und jetzt, wo wir endlich den Generalschlüssel haben, können wir hier im Park jede Tür öffnen. Lass uns das Schlosstor öffnen, gleich nachdem wir dieses Ninja-Haus gründlich erkundet haben. Hüpf, hüpf. Heidewitzka. Ach, das gibt's doch nicht. Aua. Zu ungeduldig. Ein Glitzerwurfhammer. Fun Fact, der Garo hat mich gerade angeschrieben, weil er zufällig gesehen hat, dass ich gerade am Daddeln bin und fragt, ob Frau und Kind ausgeflogen sind, weil es jetzt heute Nachmittag ist und nicht morgens. Nee, die halten ein Mittagsschläfchen. Und daher habe ich mal die Gelegenheit genutzt, noch schnell einen Part aufzunehmen. Ich wollte jetzt fast sagen, das habe ich euch jetzt sogar vor Garo gesagt, aber das stimmt gar nicht. Garo wird das wahrscheinlich vor euch hören. Mensch, stell dich doch nicht so bescheuert an. Also langsam breche ich hier alle Rekorde im Doofsein. Ja, danke. Ist ja... Jetzt bin ich verwirrt. Nein, lass mich mal in Ruhe. Ich habe mich nur verdrückt. Ich will nur einen Pilz futtern. Da, Items. So, also hier kommen wir nicht durch, ja? Aua. Und hier kommen wir auch nicht durch. Also, wo komme ich durch? Aua. Autsch, autsch.
Aha. Ding dong. Sind die Fallen jetzt deaktiviert? Ja, sehr gut. Okay. Nein, sind sie nicht. Gut, egal. Das war gut. So, was haben wir hier noch? Falls. Okay, ich weiß nicht wie, aber ich habe sie getroffen. Ah, Intuition. Ist denn hier auch was? Nö, wäre zu einfach gewesen. Ach, verdammt. Sehr gut. Ich hatte ja schon gehofft, dass ich die mit einem einfachen Sprung direkt platt kriege. Aber sicher weiß man es natürlich immer erst, wenn man das testet. Oh, das können wir noch schnell flicken. Grundlose Löcher. Hier dann weiter irgendwie? Nö. Ah, okay, ja, klar. Ergibt Sinn. Ich muss wahrscheinlich von hier oben dann in den Ausgang da springen, wo ich ja vorher nicht dran gekommen bin. Ich wollte vorher noch mal ein paar Wände abklopfen. Ich nehme mal an, hier runter. Jawohl. Tada! Jetzt sehe ich hier doch was. Ja, möchte ich eigentlich schon. Aber ich bin neugierig, was es hiermit auf sich hat. Luigi. Bam, 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 bam. So, Moment. Dann speichern wir jetzt noch fix ab, dass wir den, auch den Luigi gefunden haben. Und ich vermute mal, jetzt kommt ein Bosskampf. Und ich vermute auch, dass das da der Boss ist. Holla. Das sind viele. Okay, damit ich nicht wieder versehentlich den hier auslöse, muss ich mir was einfallen lassen. Keine Ahnung, war glaube ich nicht gut. Egal. So kriege ich wenigstens eine Reihe platt. Hä, aber wo ist denn jetzt der Dude mit dem Ding dahin?
Ich bin verwirrt. Tja, egal. So. Boing, 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 boing. Ach komm. Okay, das ist einfach. So, und damit wir jetzt diesmal nicht ganz so viel fressen. Und dann benutzen wir hier noch ein Feuerblümchen. Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich habe ich es hier irgendwo verkackt. Kann ich das nochmal komplett zurück? Aber wenn ich doch jetzt... Egal. Was haben wir denn noch Schönes? Fähige Gegner in der Nähe. Powerblock. Würde sich ja jetzt mal lohnen, ne? Ach, warum nicht? War doch sogar ganz effektiv eigentlich. Bewegungsunfähig, aber zum anders hinstellen hat es noch gereicht. Warte mal, bin ich doof? Irgendwie passt das ja nie, wenn ich die schiebe, oder? Warte mal, mach mal mehr Zeit. Ja, achso, ich muss gedrückt halten, glaube ich, ne? So. Ja, komm, ich schieb dich jetzt mal rüber. Keine Ahnung. So schnell kriege ich es jetzt nicht raus. Boing.
Ta-ta-ta-ta. Oha. Jetzt aber fix. Glückwunsch, ihr habt das perfide Haus der Heimtücke überlebt. Damit habt ihr die Kunst des Pilz-Ninjutsu vollständig gemeistert und nun von nun an seid ihr wahre Ninja. Du hast es geschafft, und zwar ganz allein, ohne Hilfe. Echt toll, Mario, du bist mit allen Tricks und Fallen fertig geworden, ohne meine Hilfe zu brauchen. Ganz ehrlich zu sein, es gab Räume, da hätte ich nie im Leben weiter gewusst. Wow, du bist ein echter Ninja-Meister. Du hast 23 Ninja gefunden, sehr gut. Noch wenige mehr und du bringst es zur Perfektion. Dein Ninja-Rang ist Nachwuchs-Ninja und hier ist deine Belohnung. Nachwuchs-Ninja klingt nicht so geil. Dieses Haus der Heimtücke ist nun ja heimtückisch, aber das nächste Mal finden wir sie alle. Hey, habt ihr ihn gerade verpasst, der Typ in Grün, nachdem wir gesucht haben, kam gerade da rausgerannt. Meint ihr, dass es ein frisch gebackener Ninja ist? In diesen grünen Sachen kann er sich aber bestimmt nicht gut verstecken. Naja, im Gras schon, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht, dass Luigi in den Zahnrädern festgesteckt hat. So haben wir den Generalschlüssel zum Park gefunden. Hört ihr mich überhaupt? Bin ich etwa unsichtbar? Dabei habe ich noch nicht mal am Ninja-Training teilgenommen. Wir sollten jetzt wohl das Palasttor aufschließen, sage ich einfach mal, falls mich doch jemand hört. Ich würde jedoch trotzdem vorschlagen, dass wir an dieser Stelle, obwohl wir noch ein bisschen Zeit haben, schon mal Schluss machen. Und dann heben wir uns den Palast fürs nächste Mal auf. Scheint mir ein ganz guter Zeitpunkt zu sein. Vielleicht schlucke ich noch einen Pilz vorher. Oh, yam, 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 yam. Boah, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Forum. Ciao.